Moinsen, liebe Leute, da bin ich mal wieder. Last Exit 1988 ist zurück und ich präsentiere euch den siebten Teil des Let's Plays Newtopia 2. So, wir haben uns jetzt hier so ein bisschen eingedeckt mit Tränken und mit Bomben. Ja, aber ich habe im letzten Part was ganz Wichtiges vergessen, deswegen muss ich nochmal in die Eisgegend zurück. So, ich hoffe, dass ich hier jetzt richtig laufe. Okay, ja, jo. So, dann nehme ich einmal dorthin, wo die komische Eisfläche gewesen ist. Na, hoppala. Blödes Mistvieh. So, einmal jetzt zur Seite schlagen, das Ding. Ah. Ja, mal hier hin. Ja, hier sieht es richtig aus. So. Einmal nach unten. Müssen wir uns natürlich den Weg wieder mal gönnen. Hier müssen wir hin. Und hier müssen wir die Flöte spielen. Was dazu führt, dass das Eis bricht und ja, ein Eisgigant oder eine Eisstatue, sagen wir mal Eisgigant, erscheint. Genau, und er redet mit uns und gibt uns ohne weiteres eins der vier Medaillons, was unsere Suche unglaublich erleichtert. Mal gucken, was er sonst noch zu sagen hat. So, und dann können wir natürlich wieder zurück nach Pepei. Okay, er sagt nichts mehr. So, das bedeutet, wir laufen wieder zurück. Ich hoffe, wir laufen auch richtig zurück. Nee, laufen wir nicht. Das ist ja blöd. So. Dann gehen wir jetzt aber hier lang. Vielleicht machen wir gleich einen kurzen Abstecher in Iglo. Oder auch nicht. Wegschlagen hier. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal ganz unverbindlich heilen. Ja, ah, durch das Sonnenschwert brauchen wir weniger Schläge. So. Gucken, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld. Jo, aber ein bisschen, wirklich nur ein bisschen. Ja, und jetzt gehen wir hier einen, einen Passwort-Typen besuchen, damit wir uns heilen lassen können. Ja, Sonnenschwert haben wir schon. Nee, ist nicht ganz der Typ, den wir suchen. Weil wir haben natürlich so ein bisschen Knappheit an Herzen. So fast die Hälfte an Leben fehlt. So, wo ist das Häuschen mit dem Passworttypen? Ah, da haben wir doch. Nein. So, das heißt, jetzt ziehen wir weiter. Oder auch nicht. Ah, wir gucken jetzt erstmal. Oder? Oder gehen wir einfach weiter? Wir gehen einfach weiter, ne? Ach ne, falsch. Falsch, 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 falsch. Wir müssen zwar nach Süden, aber richtig laufen nach Süden. Da müssen wir, glaube ich, hin. Jo, das sieht richtig aus. Und wir haben eine Lava-Gegend. Ja, zur kalt werdenden Jahreszeit auf jeden Fall was ganz Schickes. Wir laufen jetzt einfach mal ganz munter durch die Gegend. So. Durch die Rainbow Drops können wir schön die kleine Lücke überspringen. Okay. Dann laufen wir mal hier hin. Okay, hier ist nichts. Das ist doof. Das ist doof, dass wir so eine Sackgasse haben. So, jetzt gehen wir mal in dieses Gebäude rein. Genau, hier ist das Problem, dass der Vulkan unentwegt Lava ausspuckt. Ah ne, Passwort brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, bitte nicht. So. Okay. Huch. Na, gehen wir mal hier hin. Und hier. Ja. Haben wir ja, hat ja viel gebracht. So, und hier haben wir einen Vulkan, den wir betreten müssen.
So, ja, und jetzt sind wir hier wieder am Anfang, so gesehen, des Spiels. Hört man auch an dem Overworld-Theme. So. Lauf einmal hier lang. Wir nehmen jetzt aber lieber den Feuerstab. Besser ist das. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen wegbrennen. Ne. Haben wir wieder die coole Overworld-Map-Theme. Music. Okay, hier haben wir nichts mehr zu schaffen. Das heißt, hier können wir den ganzen Weg zurücklaufen. Wunderschön. Daran seid ihr schuld, ihr Kackschweine. So. Hört sich aber cool an. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall schick. Schicke Melodie. Okay. Gehen wir jetzt mal hier hin. Was uns nichts bringen wird. Deswegen müssen wir jetzt dorthin. Oh, wir haben Fuffi gekriegt. Schön. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal, was sagt Omi zu uns. Okay, wenn wir nach Westen gehen, finden wir die Stufen, also die Treppchen zu den verlorenen Wäldern. Oh mein Gott, dieser Titel, der kommt ja so bekannt vor. So, gehen wir mal hier rein. Rüber, da rein in das Gebäude. Dann haben wir hier. Great Nanyo. Okay, also hier müssen wir einen gewissen Nanyo finden. Der den Weg in den Vulkan kennt. Oh, okay. Ja, hier haben wir eine Heilerin, aber wir sind ja schon voll geheilt. Von daher sinnlos. Ja, ist natürlich auch hier sinnlos. Das ist sinnlos. Okay. Und dann schauen wir doch einfach mal weiter. Ist einfach mal nix. Einfach mal Ende des Weges. Das heißt, wir gehen wieder hier schön lang. Ja, und natürlich wird das wieder ganz schnell zugemauert sein. So, und hier können wir wohl zu den verlorenen Wäldern hin. So, hier müsste... Ja, hier ist eine Treppe. Okay. Geh nicht in die verlorenen Wälder, in die verlorenen Wälder rein. Es sei denn, du hast jede Menge Lebensenergie. So ungefähr ist der Rat, den wir gerade gekriegt haben. Aber ich habe ja jede Menge Lebensenergie. Von daher, ja, jetzt habe ich ein bisschen was verloren. So. Klack. Okay, haben wir sogar ein bisschen Knete gekriegt. Mal gucken. Oder warte mal, warte mal. Vielleicht ist es ja mal keine Heilerin. Okay, ja, der ist zurückgekehrt. Wissen wir langsam, dass er zurückgekehrt ist. The Dearth Devil. Dearth. Machen wir mal ein schön feines Denglisch hier. Dearth. Ja, hier sind wir auf der Oberseite der Eisgegend, aber hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, hier haben wir wieder feinstes hin und her gelaufen, meine Freunde. So. Und hier haben wir wieder einen Gang. Mal gucken, was wir hier gesagt bekommen. Okay. Osten lebt wieder ein Mönch. Heißt ein alter Mann, der uns wieder irgendwas gibt. Im Osten, ja, hier. Unter dem Baum. Und was bekommen wir von ihm? Okay, jetzt kann ich 4 Bomben mehr halten. Das heißt wahrscheinlich insgesamt 20 Bomben. Auch eine schicke Nummer. Schon mal sehr gut. Bomben-Upgrade bekommen. Ah! Mann! Oh, okay. Jetzt habe ich unbewusst so ein Kristall gekriegt. Na dann, na dann. Jetzt nach links. Jetzt nach unten.
Und jetzt betrete ich die verlorenen Wälder. Mal gucken, ob das wieder so ein gleiches Prinzip ist mit Verirren und Nicht-Verirren. Ah, blöde Viecher. Blöde, hartnäckige Viecher. Ja, alles für einen Zehner, klasse. So. Und, was haben wir hier? Noch ein Mönch. Und, was gibt er uns? Okay, er kann uns nicht helfen. Ja, und was hat er dann für einen Sinn und Zweck? Man weiß es nicht. So. Boah, diese blöden Hüpfviecher hier. Aber wenigstens habe ich einen Fuffi gekriegt. Und wir haben noch ganz nebenbei ein Dörfchen entdeckt. Was sagt uns hier die alte Frau? Ah, in Basara. Basara ist auch das Heimatdorf von Nyando, oder wie der heißt. So, und jetzt quatschen wir mit den Leuten hier. Dr. Nanyo. Ja, das Problem ist natürlich wieder mal der Vulkan. Ja, ich würde einfach mal sagen, Bestandteil dieses Parts wird es sein, den Vulkan so ein bisschen zu beruhigen. Aber vorher quatschen wir mit den Leuten. Ne, einen Bumerang brauchen wir nicht. Bumerang haben wir. Bumerang haben wir, alles bestens. Ja, komm, da können wir ruhig hin und uns heilen lassen. Schadet ja nicht. Und kostet vor allen Dingen auch nichts. Und da gehen wir auch rein. Na, ne, wir haben zwei Tränke, passt. So, und? Haben wir hier irgendwas? Nö. Sinnlose Sackgasse. So. Was haben wir hier? Ja, hier ist auch nichts. Aber wird bald wichtig sein. Also jetzt noch nicht, aber das wird dann wichtig, wenn es denn soweit ist. So. Jetzt gehe ich hier lang. Boah, diese blöden Springer. Ja. Sind aus wie diese Pokémon. Slimer oder sowas. Oder Slimog. Und was sagt er uns? Ja, eine sehr gute Information. Ein paar Leute sind in die verlorene Wälder gegangen und niemals wiedergekehrt. So, können wir hier wegbrennen? Nö. Okay, Sackgasse können wir dezent ignorieren. Okay. Ja, das sieht doch nach einer wegbrennbaren, jawohl. Nach einem wegbrennbaren Grundstück aus. Sieht aus wie Herr Hachi von Tekken. Ach, hier haben wir den. Dr. Nanyo. Ich sag Franjo, mein Gott. Und wir bekommen was. Nämlich die Zauberhand. Beziehungsweise Magic Hand. Und damit können wir den Vulkan so gesehen betreten. Ja, und das ist dann der Sinn und Zweck der verlorenen Wälder gewesen. Denke ich jetzt einfach mal. Jo. Wir haben eine Sackgasse, das heißt, wir laufen zurück. Und wir können den, die Magic Hand. Ach, da unten ist sie. Das heißt, die können wir nicht anwählen, ist ein passiver Gegenstand. Wird dann automatisch genutzt, wenn es passt. So, mal gucken. Aber wir erkunden noch ein bisschen das Wäldchen. Mein Gott, warum nicht? Vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was Wertvolles. Und? Okay, ja. Und sie verrät uns jetzt quasi den Ort von Dr. Nanyo. Den wir aber schon ausgemacht haben. Den Aufenthaltsort. Okay. Dann mal hier. Ja, der ist aus Angst vor Dörf, ist der hier in die verlorenen Wälder geflohen, aber da ist es ja auch unheimlich. Ey, Mensch! Bleib da! So. Und? Sackgasse? Ja, nicht ganz. Vielleicht kommen wir so zurück. Oh, Fuffi. Schön. Okay, ja, das sieht gut aus. Okay. Nein, geh doch nach unten. Was machst du denn da? So, hier haben wir auch wieder so ein
So ein Bombenheini. Ja, komm, was will der für Bomben haben? Pff, nee. 300 Gold für 4 Stück. Nee, lass mal sein. Nee. Da sammle ich mir die lieber durch das Töten von Monstern. Okay, da muss ich jetzt nicht hin. Die sind schön zu killen und droppen schön Geld. Noch ein bisschen mein Taschengeld aufbessern. Jetzt gehen wir zum Vulkan hin. Müssen wir natürlich wieder südlich von Pepei. Oder PayPal, ich sag jetzt das Dorf PayPal. So, und die Viecher hier zerbersten lassen, zerschellen lassen. So, ja, hier sind wir auf der richtigen Fährte. Mhm. Nein, Mann! Oh, stimmt, ich kann das ja mittlerweile abwehren. Ach nein, was mache ich denn da? Ich muss noch einen ganz anderen Weg laufen. Mensch doch! Wir müssen zum Vulkan. Wir haben doch jetzt die magische Hand. Ja. Komm, ein bisschen mehr Geld kannst du auch droppen. Brauchst jetzt nicht so rumzugeizen, Spiel. Genau. Lalalalalala. Ja, sieht richtig aus. Aber ist wahrscheinlich nicht richtig. Auch noch zwei Fuffis bekommen. Ach, wieder falsch. So, dann gehen wir hier rüber. Ne. Nicht erwischt. Das ist natürlich sehr intelligent, hier Feuer zu nutzen. Aber jetzt aber. Jetzt gehen wir aber richtig. Oder auch nicht. Waren wir hier schon drin? Ja, ich glaube schon. Lassen wir mal sein. 810 Gold. Passt ja eigentlich. Ach nee, hier war ich doch schon. Ich bin leicht verwirrt. Aber mega leicht. So, wo geht's jetzt zum abgefuckten Vulkan? Und da schon mal nicht. Meine Güte! Komme ich da jetzt nicht gerade her? Ja, doch, ich glaube schon. Ach, da oben lang, okay. Okay. Nach da unten hin. Wo ist der Vulkan? Ne, da ist er nicht. Blöde Schweine, geh mir nicht auf den Sack. Da haben wir den Vulkan. So. Und damit, mit der magischen Hand, schaffen wir uns einen Zugang zum, ja, zum nächsten Dungeon quasi. So. Ja, und ich habe mir die Information geholt, dass es sich hierbei um einen der zwei Mini-Dungeons handelt. Und wir haben auch direkt schon den Boss. Der wohl, Prinzessin Kea entführt hat. Ah, der Drache verfolgt uns. Stalkender Drache. Hilfe. Oh. Traps, das ist jetzt gerade nicht da, was ich gebrauchen kann. Ah, komm. Ja, das ist aber auch gerade nicht da, was ich gebrauchen kann. Schnell rüber. Wow, 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 wow. Okay, den haben wir besiegt. Der ist sehr gut. Das war ein schneller Bosskampf. Salamander. Und habe wieder so ein bisschen mehr Lebensenergie bekommen. Oh, jetzt habe ich hier, jetzt bin ich hier in eine Falle reingelaufen. Und wir haben ein weiteres Medaillon bekommen. Ja. Ne, hier brauchen wir nichts zu machen. Hier haben wir jetzt alles erledigt. Ja, das war eine schnelle Erledigung im Vulkan. Und wir können direkt den Dungeon verlassen. Also Dreiraum-Dungeon. Super. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch einen davon. Und wie man hier sieht, erkaltet der Vulkan. So, und jetzt laufe ich gerade automatisch. Und das Stückchen
Insel ist weggebrochen, also ist ein Stück Land weggebrochen und treibt jetzt auf das Meer hinzu und bringt mich wahrscheinlich zu einem anderen Abschnitt des Spiels. Jo, eck dort an, zack. Ja, guck mal. Klappt doch. So. Ich brauche aber einen Trank. Also ich hätte gerne einen Trank. So, wo haben wir denn die Tränke? Ja, ich glaube hier. Jo, und was will der für einen Trank haben? Pff, ja komm, mein Gott. Was soll der Geiz? Ausgerüstet zu sein ist immer besser, als das Nachsehen zu haben. So, und dann erkunden wir doch einfach mal das neue Stückchen Land. Komm, hau ab. Gehen wir in die Wüste. Und hier sind Hände. Hier kommen Hände aus dem Boden. Oh mein Gott. Ich gehe einfach mal hier unten rein. Was sagt sie hier? Okay, im Osten. Ach so. Ah, okay. Oasis. Also wahrscheinlich so eine kleine Stadt in der Wüste. Haben wir in Utopia nicht auch eine Wüste gehabt? Gehen wir einfach mal dorthin. Da ist, glaube ich, sogar auch schon Oasis. Ah. Jo. Sieht aber jetzt nicht so Oasis-Oase-mäßig aus. So ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Gras. Ein bisschen Wiese. Minimal. Aber wir quatschen natürlich erst mit Leuten. Okay, jetzt haben wir auch wieder ein Problem, dass das Wasser so ein bisschen weniger wird. Klar, mehr Wasser kann man nicht trinken. Sollte man nicht machen, weil wegen Salz. So. Was haben wir jetzt? Haben wir jetzt hier vielleicht... Ach, scheiße. Jetzt habe ich mich geheilt mit für ein Herzchen. Ein Herzchen wurde ich geheilt. Schön. Nach links. Okay. Wasser wurde verschmutzt. Und hier haben wir eine Treppe. Ein Treppchen. So, brennen wir erstmal die ganzen Palmen weg. So. Und den See müssen wir höchstwahrscheinlich ja. Müssen wir wahrscheinlich wieder sauber machen, so gesehen. Oh. Zyklopen. Ganz böse. Ganz böse Geschichte. Bumm. Keule. Aktiviere Keule. Ah. Bumm. Wirst aggressiv. So, jetzt mache ich mal vorsichtshalber einen Safe State. Na. Weitermachen. So. Haben wir wieder so einen kleinen Mini-Dungeon. Okay. Kennen wir auch, nur in der kleinen Variante. Guck mal, haben wir so zwei kleine Mini-Dungeons gemacht. Okay, mit ist, glaube ich, nur verwundbar, wenn er sich ein bisschen bewegt, sich manifestiert. Ne, ein bisschen nah bleiben, damit wir den auch schön treffen können. Ach scheiße. Na gut, ich habe zwei Tränke. Mann! Und ich gehe den immer ins Schussfeld. Ein bisschen weiter weg. Okay. Der teilt sich dann so ein bisschen. Okay. Ich weiß nicht, ob er sich wieder zusammenfügt. Ah. Und erstmal die kleinen Dinger platt. Und dann gehen wir wieder zum Großen. Aber wir nehmen erstmal einen Trank. So. Das Problemchen hat sich, glaube ich, bald erledigt, muss man so dazu sagen. Hoppala. Ach, jetzt bin ich trotzdem getroffen, weil ich denn das für... Mann! Immer mit der Ruhe. Darf nicht zu weit weggehen. Boah,
Boss hat einen Arsch. Richtiger arschiger Boss. Ah. Scheiße. Nicht rechtzeitig erwischt. Naja, einen Trank haben wir danach noch. Heißt aber nicht, dass ich mich jetzt hier unbedingt treffen lassen muss ständig. Mann, dabei ist er nur so ein kleiner Pipi-Dungeon. Ja, am besten mal so bleiben. Ja, perfekt. Oder auch nicht. So, einen haben wir noch. Der spritzt nur noch in vier Richtungen. Ja, und ich stehe ausgerechnet dort. Okay. Zorbon. Ja, und jetzt? Ja, ich würde einfach mal springen, ne? Muss ja irgendwie was bedeuten. Oder auch nicht. Also jetzt haben wir bestimmt, okay. Das Vieh war bestimmt dafür, also dafür, dass wir das besiegt haben, sorgt jetzt dafür, dass das Wasser wieder normal wird. Okay. Und was kommt? Eine Fee. Ah, okay. Und ich bekomme ein blaues Medaillon. Nett. Na komm. Ja, wir haben jetzt insgesamt in einem Part 3 Medaillen bekommen, ne? So. Na komm. Wir parken jetzt einfach mal in Oasis. Ja, damit haben wir doch so einen kleinen, schönen, schicken Fortschritt erwirtschaftet. Ja, ich verabschiede mich für heute. Ich werde dann im nächsten Part vielleicht sogar schon das Finale einläuten. Ich muss mal gucken. Ja, dann wünsche ich euch doch mal einen angenehmen, ruhigen Abend. Passt immer auf euch auf, bleibt warm, bleibt gesund, wascht euch die Hände und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis bald, euer Last Exit 1988. Tschüss!